Für die Enttoxifikation ihrer Beziehung ist es außerdem wichtig, ihrem Partner hin und wieder ernst gemeinte Komplimente zu machen. Steve, du stinkst heute gar nicht so hart. Danke. Dieses Video wird euch präsentiert von Blinkist, die App, die Kernaussagen von Sachbüchern in 15 Minuten zusammenfasst und euch ins Ohr bringt. Aber dazu später mehr. Na, ihr Nudeln, wisst ihr noch damals, als die Welt in Ordnung da... Als die Welt in Ordnung war... Weißt du, da konnte man sich einfach zurücklehnen und den ganzen Tag Tuttle-Facts schauen, die er random aus dem Internet rausgekramt hat und die man eigentlich schon wusste. Oh, doch dann wollte er Musik machen und seiner Leidenschaft folgen. Deswegen braucht es zwei neue Typen, die hochkomplex Random Facts aus dem Internet für euch raussuchen. Denn wusstet ihr, interessantes Wissen lenkt richtig nice ab von dem ganzen Shit, der so in der Welt passiert. Und Wissen macht schlau. Und schlau ist das neue Sexy. Hey, wie wär's denn mit ein paar positiven Corona-Fakten? Corona-Schnelltests sind eine Menge Plastik, ihr wisst es. Aber zu denen gibt's eine richtig tolle Alternative. Hunde. Nein, also nicht Hunde anhusten und gucken, dass sie nach einer Woche Atemnot haben. Schnelltest. In einer kleinen Studie hat sich tatsächlich herausgestellt, dass Hunde, wenn sie sehr gut trainiert sind, bis zur 96%iger Genauigkeit Covid-Proben erschnüffeln können. Schnelltests sind gar nicht besser, oder? Nee, die haben, glaube ich, ähnlich Prozentsatz. Ja, also deswegen. Und sie verbrauchen keinen Platz. Mabel, habe ich Corona? Also sie wackelt mit dem Schwanz. Ich glaube, das heißt negativ, oder? Und da wir wissen, dass viel Testen viel gut ist, ist die Lösung der Pandemie ganz einfach. Jeder kriegt einen top ausgebildeten Hund. Bing, nächster Fakt. Während die Corona-Maßnahmen generell recht konfus und undurchdacht sind, hat sich doch stark rauskristallisiert, dass sie einen deutlichen Effekt haben. Das sieht man sehr gut an der Grippewelle, die es nicht gab. Während in der Welle von 2019 auf 20 ca. 190.000 Menschen erkrankt sind, waren es diesen Winter gerade mal 500. Die Angst ist jetzt natürlich, dass Corona immer wieder kommt und die neue Grippe wird. Aber die Forschung zeigt, dass wir den Virus wesentlich besser bekämpfen könnten, auch ohne, dass wir jetzt für immer und ewig On-Off-Lockdowns haben. Also erstmal, wenn man Aerosolforschern glaubt, passieren 99,9% der Ansteckung, also so ziemlich jede Ansteckung, in Innenräumen. Und wenn wir das Wo wissen, können wir auch besser das Wie bekämpfen machen. Da gibt's nämlich eine richtig krasse neue Entdeckung, die gut gegen Corona funktioniert. Licht. Das ist eine Theorie, die es jetzt schon länger gibt, aber sie wurde jetzt immer häufiger bestätigt. UV-Licht tötet Corona. Das kannst du nicht töten, weil Virus ist kein Lebewesen. Es macht's kaputt. Inaktiviert sie. Und UV-Licht ist quasi ein Massenmörder. Der tötet echt viel. Nicht nur Bakterien oder Erreger bliblablub, sondern auch unsere Hautzellen zum Beispiel. Sonnenbrand, ihr kennt das. Und in Zukunft kriegen wir Sonnenbrand auch in Innenräumen. Weil sich die LED-Technologie allgemein durch die Smartphone-Entwicklung auch mit weiterentwickelt hat, gibt es mittlerweile UV-LEDs. Und wenn man jetzt sagt, alle öffentlichen Einrichtungen, Großraumbüros oder Swingerclubs müssen zwingend solche LEDs installieren, genauso wie anständige Lüftungssysteme, würde das den R-Wert wahrscheinlich stark nach unten drücken und so hätte eine Pandemie wahrscheinlich einen komplett anderen Verlauf. Und für Großraumbüros würde so eine Investition wahrscheinlich sowieso Sinn machen, weil du ja damit die allgemeine Ansteckungsgefahr reduzierst und somit Ausfällen vorbeugst, dadurch diese Investition wahrscheinlich locker wieder reinkriegst. Wir könnten Pandemien in Zukunft also wesentlich besser bekämpfen, ohne in einem dystopischen Alle-Rennen-mit-Gasmasken-Rum-Szenario zu leben. Und darauf erstmal... Aua, meine Nase! Ah. Darauf erstmal Snickers besorgen. Das ist nicht mehr richtig aufgesetzt. Ich weiß, aber sie ist so eng. Ah. Random Motivationsfact. Blackbeard hat nie getötet, außer in seinem Endkampf, wo er getötet wurde. Und war trotzdem einer der berühmtesten, erfolgreichsten Piraten der Welt. So erfolgreich, dass ich sogar dachte, er ist gar nicht real, sondern Science Fiction. Sind Piraten Science Fiction? Wir werden gerade. Du brauchst Science, um Boote zu bauen. Also sind da nicht Piraten auch Science Fiction? Und wenn ihr euch jetzt denkt, boah geil, jetzt kann ich Pirat werden, wenn ich gar nicht töten muss, dann kann ich auch meiner Mama sagen, oh ich werde Pirat, aber keine Angst, ich töte nicht. Pirat sein ist scheiße heutzutage. Das war früher cool so, wenn du nicht dabei gestorben bist. Aber jetzt ist scheiße. Die machen das nur aus Armut. Und wo wir schon bei Random Facts sind, die geil sind, komme ich glaube ich nicht darum, dass ich irgendwas über Quantenphysik rede, ohne dass ich wirklich 100% genau verstehe, was das ist. Aber ich glaube, niemand versteht so richtig so, was es ist. Das ist eben das Geile daran, dass es niemand so richtig versteht und da so coole, komische Sachen herkommen wie Spooky Action in the Distance. Eigentlich ist ja der richtige Begriff nur Action in the Distance, aber das Spooky kann man davor packen, weil es ist spooky und das macht's. Ich meine, stell dir vor, du studierst Physik und dann sind das voll die harten Begriffe und dann kommt immer Spooky Action in the Distance. Bist so, das klingt mal nicht so hart.
Aber es ist richtig hart. Der Begriff kommt daher, dass Leute Elektronen angestupst haben. Sie haben so mit dem Finger einfach... Bitte, Physikprofessoren, ja, es ist... Ich weiß. Und andere Elektronen dadurch manipuliert wurden, obwohl die gar nichts damit zu tun haben. Die sind nicht so, die sind so oder so oder wirklich halt noch viel weiter voneinander entfernt. Das heißt, wenn du hier in Elektronen trittst, dann fliegt irgendwo in Kalifornien ein Elektron auf die Schnauze. Das ist aber auch der Grund, unter anderem, warum Quantenphysik so viele Esoteriker anzieht, weil die so denken, so vom Weg, ach stimmt, ja, ich habe damals irgendwie an meinen Onkel gedacht, so, dass irgendwas passiert und dann hat er so einen Geistesschub bekommen und ist nach links gefahren anstatt nach rechts und jetzt lebt er noch. Das ist eben das Absurde an Quantenphysik, dass halt so viele verschiedene komische Theorien reingeworfen werden von irgendwelchen Esoterikern, die dann irgendwie da ja, sich irgendwas ausdenken, die man nicht unbedingt ernst nehmen sollte, aber es auch Theorien gibt, die sich genauso bekloppt anhören, aber tatsächlich ernstzunehmend sind. So zum Beispiel die Theorie der Paralleluniversen. Das Ding an Quantenphysik ist halt, Dinge passieren und sie passieren nicht und das gleichzeitig. Wenn du hinguckst, passiert was anderes, als wenn du nicht hinguckst. Das denke ich mir nicht aus. Ich formuliere es nur in dumm. Und die Theorie ist, dass alle möglichen Ergebnisse auch immer passieren, nur halt in verschiedenen Dimensionen. So ist Schrödingers Katze am Leben und nicht am Leben in verschiedenen Welten. Ding ist halt, Quantenphysik ist super fucking komplex und super weird und funktioniert komplett anders, als unser Gehirn funktioniert. Deswegen ist es super schwer zu verstehen. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gibt, dass mir jemand diese Fachbücher kurz und knackig zusammenfasst. Mann, sauber ich. Das Potenzial von Quantenphysik ist einfach unmenschlich. Wir forschen ja gerade an Quantenrechnern, die ein Potenzial haben zu rechnen. Es ist absolut nicht vorstellbar. Dann hätte ich endlich einen Rechner, der City Skylines mit allen Mods easy schafft. Stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor. Das ist eine Menge Mods. Das Problem momentan an Quantenrechnern ist, dass sie auf der absolut niedrigsten Temperatur laufen müssen. Also da müssen minus 273 Grad sein, weil jegliche magnetische, elektronische Interferenz oder was auch immer den Rechner stört und dann halt das Ergebnis verfälscht. Es ist nicht so leicht, diese Temperatur beizuhalten. Was wahrscheinlich nur ein Grund ist, warum wir noch nicht so einen Taschenquantenrechner haben. So, stellt euch vor, ihr hättet einfach so eine Tasche, was so minus 270 Grad ist. Und wenn es kaputt geht, stirbst du einfach, weil du halt sofort erfrierst. Wir brauchen deshalb mehr junge Menschen, die sich damit auseinandersetzen, erforschen, weil ich möchte, bevor ich sterbe, einen Quantenrechner in meiner Hosentasche haben, ja? Machen wir das, ihr Jungen, ne? Na, Fortnite-Star werdet ihr nicht mehr, aber Quantenrechner, Bautyp, Ingenieur. Ist tatsächlich cooler als Fortnite-Spieler, oder? 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 Wenn ich mal so rausgegangen bin. Das war echt dumm. Hey, Kinder. Bock auf ein bisschen Brokkoli? Das Umdenken zu diesem Thema erreicht mittlerweile ja auch die breite Masse, also die auch die, die nicht breit sind, also viele. Und gerade wenn es um die medizinische Anwendung von Brokkoli geht, sind die Leute doch mittlerweile ziemlich offen. Aber wer hätte es gedacht? Brokkoli ist nicht die einzige Droge. Jetzt tue ich so, als wäre Brokkoli eine Droge. Die einzige Droge, die richtig dosiert und angewendet einen positiven medizinischen Effekt haben kann. Und einer der großen Vorteile von Brokkoli ist ja, dass es Medikamente ersetzen kann, die wesentlich mehr Nebenwirkungen haben. Und jetzt stellt euch mal vor, da gäbe es noch so eine andere Droge, die fast keine körperlichen Nebenwirkungen hat, aber trotzdem Sachen heilen könnte, von denen man früher dachte, dass man sie gar nicht heilen kann. Und zwar rede ich hier von Alzheimer in Verbindung mit Halluzinogen. Stichwort Microdosing. Warum redest du über deinen Schwanz? Hättest du nicht wenigstens Bizeps sagen können, dann wären wir hier irgendwie noch so, weißt du, kinderfreundlich gewesen oder so. Ich bin nicht kinderfreundlich. Was in großen Mengen tödlich sein kann, kann in kleinen Mengen eine Arznei sein. Wie man mittlerweile weiß, können Halluzinogene definitiv bei Depressionen helfen. Und an dieser Stelle würden sie Antidepressiva ersetzen, was eine ziemlich, ziemlich heftige Droge sein kann. Mit sehr krassen Nebenwirkungen. Das ist einer dieser merkwürdigen Drogen von wegen hilft gegen Depressionen, aber die Nebenwirkungen sind auch Depressionen. Das ist kein Scherz. Aber Halluzinogene sind halt immer noch stark stigmatisiert und werden deshalb immer noch ziemlich wenig eingesetzt, obwohl es ja speziell in diesem Beispiel voll dumm ist, sich doch lieber dafür zu entscheiden, eine viel krassere Droge zu nehmen, als erstmal vielleicht die softere. Und was mittlerweile auch aufkam, was extrem bahnbrechend wäre, dass LSD eventuell Alzheimer rückgängig machen kann. Sehr stark ausgedrückt. Viele Krankheiten können wir zwar immer noch nicht heilen, aber dafür gut kontrollieren. Siehe AIDS. Aber Alzheimer ist dann immer noch so ein Boom! Jackpot! Aber negativ. Das Ganze muss aber noch großflächig getestet werden. Das braucht wahrscheinlich wieder Millionen von Jahren, bis es dann wirklich soweit ist. Aber ey, allein die Aussicht zu haben, dass du alt werden kannst und nicht Angst haben musst, alles und jeden zu vergessen, geil. Was man aber jetzt schon gegen das Altern machen kann, ist trainieren. Vor allem den Kopf. Und dazu muss man am besten einfach ein paar Heavy Books liften. Und wenn ihr so wie ich keinen Bizeps habt, aber dafür sehr große Ohren, dann können wir euch Blinkist ans Herz legen. Blinkist ist so eine feine kleine App, die haben über 3000 Sachbücher und die fassen sie in so kleine saftige 15 Minuten Tüten zusammen. Und dann kannst du dir das Ganze anhören,
oder auch durchlesen. Falls du ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen möchtest, dann haben die natürlich auch komplette Hörbücher im Angebot. Es ist ideal, um einen schnellen Einblick in eine Thematik zu kriegen und das in ziemlich vielen Bereichen wie Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entfaltung, Essen, ist alles dabei. Ich zum Beispiel nutze es furchtbar gerne, während ich meinen Kopfstand übe. Außerdem nutze ich das, um meinem Hund was beizubringen. Oder vielleicht eher mir. Und ab und zu benutze ich es vielleicht auch mal auf dem Weg zur Arbeit. Und weil Rick mich wegen der Vorbereitung auf dieses Video die ganze Zeit mit Quantenphysik vollgelabert hat und ich gar keinen Plan hatte, habe ich mir erstmal Quantenwelten von Lee Smolin reingezogen. Und danach war ich schlauer als er. Nein. Und im Moment läuft eine sehr schöne Aktion, da geht ihr einfach auf blinkist.de/spacefrogs und bekommt 25% auf das Jahresabo. Das ist lecker und das ist viel. Also 25% ist nicht wenig. Das sind ein Viertel oder zwei Achtel. Mathe. Kann man auch lernen. 4,60. Okay. Also klickt auf den Link in der Videobeschreibung, checkt es aus. Ich höre das eigentlich wirklich jeden Tag und man kann auch 7 Tage testen erstmal, falls ihr euch nicht sicher seid. Also, was war der denn? Worauf wartest du? Mach die Kamera aus.